Kid Danger. Neighborville braucht einen neuen Helden. Und er könnte es mit Sicherheit du sagen. Langweilig ist er aber überhaupt nicht. Und nun sieh mal, ich möchte dir jetzt deine eigene Danger-Höhle zeigen. Und durch deine Mitbewohner wirst du nie einsam sein, denn da sind deine Cheerleader. Wen interessiert Cheerleader? Das kann ich dir gern verraten. Kid Dangers neuer Sidekick. Hallo, Lil Dynamite! Hi, Sir. Darf ich Sie überall hin begleiten und Ihnen sagen, wie toll Sie sind? Aber furchtbar gern, na klar. Okay, wow, großartig, ich finde Sie toll. Du hältst jetzt deine Klappe, hast du gehört? Ja, super. Ich habe eine Überraschung. Hey, sag mal, was würdest du denn von so einer Statue halten? Also das reicht, finde ich. Ja, finde ich auch. Eine Statue ist... Den Job solltest du annehmen, Henry. Wer ist Henry? Ach, Käse. Ich glaube, er. Wo bleibt denn bloß der Gedächtnislöscher? Ich sag nein zum Job. Ach, echt? Obwohl du dich doch mit Swellview gar nicht mehr so verbunden fühlst? Ich fühle mich mit Swellview nicht mehr verbunden? Ja, ich sehe keine Verbundenheit mehr. Ich bekomme keinen Abschluss, weil ich mich mit dem Job verbunden fühlte. Oh, meine Freunde gehen weg und ich bleib hier in Swellview, damit ich als Sidekick dieser Stadt helfen kann. Ja, genau. Ich war so mit Helfen beschäftigt, dass ich mich vergessen habe. Du hast geschworen, diese Stadt zu verteidigen. Da war ich 13 Jahre alt. Na und? Und jetzt habe ich keine Lust mehr. Wahrscheinlich, weil du Angst hast, dich hier mit mir in Swellview langweilen zu müssen. Ja, Ray, das könnte stimmen. Und wer ist Ray? Mann! Ich denke, das ist der da. Wo ist der Gedächtnislöscher? Wie lange brauchst du noch, Schwartz? Ich bleib doch nicht Sidekick für die nächsten 30 oder 40 oder 50 Jahre, Alter. Aber so war doch der Plan. Du bist mein Sidekick und dann wirst du irgendwann Captain Man, wenn ich in Rente gehe. Ich will aber nicht Captain Man werden, okay? Ich will niemals als Captain Man rumlaufen. Das kannst du vergessen. Ich werde niemals Captain Man. Psst, da steht er. Achtung. Dann weiß ich nicht, was du hier noch willst. Ja, da hast du recht. Was hast du vor? Kündigen. Hey, Freunde. Ich bin Henry Hart. Und ich war einmal Kid Danger. Ach, und Ray? Was ist? Ich bin größer als du. Sir, können Sie mich nach Hause fahren? Es wird alles wieder gut. Ach, da bist du ja, junger Mann. Ach, nein, Mom, ich möchte jetzt allein sein. Ich hatte tierischen Zoff mit meinem Boss und ich gehe jetzt... Mein Sohn ist ein echter Versager. Ach, das ist hart. Dein Vater und ich haben in deinem Zimmer rumgeschnüffelt und da haben wir Briefe gefunden. Welche denn? Du beendest also vor dem Abschluss die Schule? Oh, diese Briefe. Mein Sohn ist ein echter Versager. Okay, hör zu. Sag mal, wie kann man denn in allen Kursen durchfallen? Was hast du denn die ganze Zeit gemacht? Das kann ich dir sagen. Gar nichts. Wie soll ich das erklären? Ich habe nichts gemacht, weil er ein Versager ist. Willst du wissen, was ich gemacht habe, Dad? Ich habe die ganze Zeit diese Stadt gerettet. Ja, genau. Denn ich bin Kid Danger. Und nun lügt unser Sohn auch noch. Was? Nein, das stimmt nicht. Ich habe nicht gelogen. Halt den Mund, ich bin wirklich Kid Danger. Ich kann's beweisen. Ach, nein, das geht gar nicht. Ich habe die Kaugummis vergessen, weil ich gekündigt habe. Und jetzt hat unser Sohn auch noch gekündigt. Nein. Naja, genauer gesagt doch. Aber ich konnte ja auch nicht wissen, dass... Also, falls du Kid Danger suchst, der hat gerade gekündigt.